Das übliche Gelaber. Willkommen auf meinem Kanal. Liebe Freunde, ich küsse euer Herz. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Hier nochmal ganz schnell ein Video für euch. Da wir heute kein Highlight hochgeladen haben. Ihr wisst, es kommt ja jeden Tag um 18 Uhr ein Highlight-Video. Natürlich haben wir noch genug Videos und ich weiß, ihr wartet auch drauf. Aber wir dachten uns für heute... Verschieben wir das Video, also das Highlight-Video, weil das halt mit der Thematik heute nichts zu tun hat. Ne, ihr wisst ja, heute ist mein großer Tag, sag ich mal, ne, mein Kampf, den ich hier bestreiten muss mit dem Neandertaler. Und diesbezüglich habe ich mir einfach gedacht, ich sende einfach eine Botschaft an euch, eine Message. Und das ist... Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr krass, Freunde. Es ist sehr krass, wie das Ganze hier verlaufen ist. Ne, ihr wisst, von heute auf morgen bist du auf einmal irgendwie im Boxring plötzlich, bist du irgendwie so, ja, in Anführungsstrichen, bist du auf einmal so Profisportler auf einmal. Weil das ist alles so natürlich auch höchst professionell. Ne? Ringrichter, Zuschauer, zum Arzt gehen. Ich musste vor dem Kampf so einen Medical Check machen. So, ich musste in so eine Röhre rein. Ja, nee, die haben so richtig meinen Kopf gecheckt, ob ich tauglich bin für den Kampf, ob ich körperlich überhaupt fit bin. Also das ist schon sehr hoch professionell gewesen alles. Und das hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Das war sehr krass und natürlich war es umso geiler für mich, auch die ganzen Videos, die wir für euch gemacht haben, die lustigen auch vor allen Dingen, wie ihr auch mitgefeiert habt und das auch gefühlt habt, ey, das hat mir so viel Energie gegeben, das hat so viel Spaß gemacht, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, deswegen habe ich mir gedacht, ey, komm, heute bei dem großen Tag hauen wir euch einfach mal so einen Videovlog raus, einfach wie ich straight zu euch was sage, euch ne, einfach mich bedanken möchte. Ich möchte mich einfach nur bei euch bedanken, ja, für den krassen Support, für die ganze Liebe, die ihr mir hier auf dem Kanal schenkt oder auch überall mir schreibt und so. Ne, ihr wisst ja, mit einigen von euch schreibe ich auch, mit den einen mehr, mit den anderen natürlich weniger, aber ihr wisst, wie das ist, ich kann jetzt nicht jeden Tag, ne, aber ich gebe mir Mühe und dafür wollte ich einfach nur Danke sagen. So, ne? Ich weiß, nichts ist selbstverständlich, aber ihr wisst, ich bin am Hasseln, ich gebe Gas und wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Das heißt nicht, dass ich undankbar bin. Ja? Das heißt, wir sind auf einem guten Weg, aber ne, ihr wisst ja, Sky is the limit. Und wir wollen in den Weltall, verfickte Scheiße, Allah, Mann, abbringen. Und mit eurer Hilfe schaffen wir das. Ich muss auch natürlich gestehen, ich bin auch ein bisschen nervös, klar. Es ist ein großer Kampf so hier, Alter. Es sind sehr viele Zuschauer. Ich habe schon vorhin, als ich hier in die Halle von hinten reingefahren bin, habe ich eine riesen Schlange gesehen. Und das hat natürlich bei mir auch so für Gänsehaut gesorgt. Ist ja klar, über 10.000 Menschen wollen dich kämpfen sehen, Alter. Und das ist schon eine wilde Sache. Ne? Und was soll ich euch sagen, Friends, Alter? Das ist... Mir fehlen auch manchmal die Worte so, ne? Aber ich bin guter Dinge so. Ne? Ich bin gut vorbereitet. Wir haben ein stabiles Team gehabt. Ja? Mein Trainer, meine Jungs, die für mich da sind. Ihr kennt die üblichen Verdächtigen. Wenn ich jetzt anfange mit Namen nennen, dann höre ich morgen nicht mehr auf, Alter. Ihr wisst, wenn ich einen vergesse, ist scheiße. Aber ihr kennt die. Die Jungs sind auch bei mir gleich überall in der Story zu sehen, so wie beim letzten Kampf. Dann wisst ihr, wen ich genau meine. Und also ich bin sehr dankbar für so gute Jungs. Ne, ihr wisst ja, in der Vergangenheit, hier und da, war nicht immer jeder standhaft. Nicht jeder war das, was er vorgegeben hat zu sein. Ne, das ist im Leben immer so. Ne, mich schockt sowieso in diesem Leben gar nichts. Ne, gute Freunde findet man selten. Ne, und wenn ihr welche habt, Freunde, halt die fest, respektiert euch. Und wir sind aber auch, ich muss aber auch dazu sagen, Freunde, ich bin auch in so einer dreckigen Szene, eine Deutschrap-Szene, Alter. Da ist fast jeder zweite nur ein Sohn, Alter. Von denen kannst du keine Loyalität erwarten und auch keine Ehrlichkeit. Den guten alten Kodex haben die meisten so oder so nicht, weil die auch gar nicht von der Straße kommen. Das ist alles nur ein Wunschdenken. Das ist einfach eine Illusion, was die verkaufen möchten, was die auch machen dürfen. Ist ja klar, wir leben in ein freies Land, ne, es ist Entertainment, klar, aber... Bei solchen Menschen, bei einigen, die dann so von diesen Werten sprechen und rappen, die Hälfte, glaubt es mir, über die Hälfte von denen vertreten diese Werte gar nicht. Die haben diesen Kodex nicht und die werden das auch nie haben.
Aber ist auch egal, ich will auch gar nicht jetzt so auf solche Leute eingehen oder was auch immer. Ich mache mein Ding ganz entspannt, ihr kennt mich, ihr wisst, wir sind sehr, sehr oft live. Wir machen unsere Vlogs, wir machen unsere Videos, wir haben jede Menge Songs für euch vorbereitet, ne? Und es wird auf jeden Fall noch eine ganze Menge auf euch zukommen. Natürlich kann ich jetzt noch nicht zu 100% sagen, ob ich jetzt noch mehrere Boxkämpfe bestreiten werde, ich weiß es nicht. Ich hätte auf jeden Fall Bock, natürlich, wenn sich das irgendwo lohnt, auf jeden Fall, klar, bin ich auf jeden Fall am Start. Und so eine Boxkampfgeschichten, man muss ehrlich sein, ist halt eine geile Promo auch. Man kann daraus eine geile Promo machen, man kann euch unterhalten, das ist geil. Aber was auch geil an der Sache ist, einfach so die Vorbereitung, mit den Jungs durch dick und dünn zu gehen, ne? Mit den Leuten zu trainieren. Und das ist schon eine geile Sache. So, und da muss ich auf jeden Fall Danke sagen an alle, die mich da begleitet haben, ne? So auch bei den Gyms, wo ich trainiert habe, zum Beispiel das Fight Department in Bochum oder das Universum Fit Gym in Dortmund, an die Brüder dort, ne? Und natürlich auch ein Gruß an Argos Keller, wo es alles angefangen hat, bei Argo im Keller. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Also das ist krass. Und ganz spezielle Grüße auch an meinen Bruder Abu Khudaifa, der in dieser Vorbereitung mit Ali auch stramm an meiner Seite waren, wirklich von morgens bis abends, ne, da hat nur noch gefehlt, dass die mir Essen am Bett bringen, Alter, so hier, hallo, komm, iss mal was, nur das hat gefehlt, das muss man dann sagen, ne, und natürlich meine Brüder, die auch im Hintergrund die ganze Zeit tätig waren, mein Bruder Kamil, der immer am Start ist, der wegen mir schon weiße Haare kriegt, hat so oft, wie er mich abholen muss, hin und her fahren muss, ohne den hätte ich, glaube ich, die letzten 3-4 Wochen gar nicht das alles geschafft, ey. Weil ihr wisst, ich habe kein Auto mehr, ich hatte keinen Lappen lange Zeit, das hat auch nochmal richtig reingeschissen in meinem Leben, aber ich hoffe, dass ich demnächst mal wieder ein Auto fahren darf, und da sind wir auch dran, bei dem Straßenverkehrsamt jemanden zu bestechen. Das wird dann bestimmt auch noch klappen. Ja, Freunde, also ich habe wieder viel geredet. Ich weiß es nicht. Und da kommt auch mein Cousin Navid, der auch viel am Machen ist. Auch an dich, mein Bruder. Nur Liebe. Boah, jetzt habe ich schon wieder Namen genannt. Kennst du, jetzt muss ich alle nennen. So. Jetzt musst du es alle nennen. Das ist so voll behindert gerade. Scheiße, wen habe ich jetzt vergessen? Aber na, komm, der vor dir sitzt. Marc, den keiner braucht. Das bist ja du. Ich lebe noch. Noch. Eigentlich wollte der Nantala ja dich schlagen. Richtig. Ne, eigentlich ist der Rückkampf Marc gegen Mo. Ja, also bei Marc brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Freunde. Ihr wisst ja, der ist meine zweite Hälfte. Das ist ja eh klar. Ne, und hier die ganzen Jungs, Mann, ey. Lass mich jetzt nicht Namen aufzählen, sonst werden wir morgen hier nicht fertig. Aber die Jungs werden ja gleich in der Story auch sehen. Viele bekannte Gesichter werden dann da am Start sein. Kommen wir zum Abschluss dieses überaus wichtigen Vlogs, mit dem ich nur Klicks generieren möchte, ja, damit der Algo auf YouTube bestehen bleibt, liebe Freunde. Ich danke euch auf jeden Fall. Ne? Ich danke euch für den ganzen Support von A bis Z, Alter. Lasst uns weiter Gas geben, kommentiert das Video fleißig, das werden wir jetzt einfach straight einfach raushauen. Und heute Abend werde ich dann kämpfen und so Gott will, werde ich den Sieg nach Hause holen. Diesen Sieg werden wir natürlich, dafür haben wir einiges getan und ich hoffe, dass wir das dann umsetzen können und dass wir das dann auch, wie sagt man so schön, mit nach Hause nehmen dürfen. Ja. Bleibt gesund, liebe Freunde. Danke für alles.